Was? Das war's jetzt. Was macht? Na. Ja, komm. Ich frag lieber nicht nach. Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut. Wie hast du ihn? Aber wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen. Schon klar. Gut, wir haben den Zellenschlüssel. Ha! Wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Nö, wir fragen, ob du Pirat bist. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Ach, okay. Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha, sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren. Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Na da. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. Na da. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Oho. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Okay. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Lass doch mal dein ich Haar. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Na, da gucken wir mal in deine Hütte rein. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere, Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht, das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt? Aber sollte ich ihm noch mal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Interessant. Obi. Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Stimmt, hast du auch offenes Fenster. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel. Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Okay, ach komm, red doch nicht so viel. Stahlbart hat eine Baracke hier in der Stadt. Verdammt, woher weißt du das? Vasili hat es mir erzählt.
Warum geht er nicht gleich zu Patty damit? Er soll Patty bewachen und die Schnauze halten, verdammt nochmal. Es ist zum Aus der Haut fahren. Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Ach, Mann. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich doch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge, hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Okay, dann wisch wurm. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Erikson hatte diesen Schlüssel hier bei sich. Offensichtlich gehört der Kapitän Gregorius. Erikson, dieser Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen. Den hat er doch bestimmt einem der Freudenmädchen abgenommen. Das sieht ihm ähnlich, diesem elenden Mistkerl. Wenn ich den erwische. Wozu lässt du Patty bewachen? Du scheinst ja sowieso schon fast alles zu wissen. Also, hör gut zu. Gregorius Stahlbart, dieser elende Hundesohn, ärgert mich schon seit vielen Jahren. Immer wieder lieferten wir uns erbitterte Kämpfe, so wie auch letzten Winter vor den Riffen von Argorosch. Auf den Planken seines eigenen Schiffes hatte ich ihn schon fast am Boden. Doch dieser feige Mistkerl entkam abermals. Und als wenn das noch nicht genug wäre, hat er mir auch noch meine wohlverdiente Beute gestohlen und die Hälfte meiner Männer getötet. Seitdem ist Stahlbart wie vom Erdboden verschluckt. Man könnte sagen, Patty und ich haben dasselbe Ziel. Dasselbe Schicksal. Wenn ich Patty auf der Suche nach ihrem Vater folge, werde ich am Ende die Erfüllung meiner Rache finden. Okay. Was macht ein Freudenmädchen mit Stahlbarts Schlüssel? Ein Kerl wie Stahlbart hat überall seine Mädchen. Ich wusste, dass eins in Sonjas Bordell arbeitet. Erikson sollte nach dem Mädchen suchen und durch sie etwas über Stahlbart herausfinden. Und was macht dieser Mistkerl? Lässt sich seine Beute abnehmen? Na schön. Gut, dass du zu mir damit gekommen bist, mein Junge. Ich sage dir jetzt, was du für mich tun wirst. Du gehst und findest Stahlbarts Baracke. Der Schlüssel wird dir wahrscheinlich die Tür dazu öffnen. Ach nee. Durchsuche die Baracke und komm wieder, wenn du etwas Interessantes gefunden hast. Verstanden? Gut, wird man machen. Wird gemacht. Brav, mein Junge. Aber enttäusche du mich nicht auch noch, hörst du? Okay, können wir uns mal in dein Bett legen? Schwing deinen Arsch aus meinem Bett. Das ist doch nicht dein Bett. Okay, nun gut. Der vergnügt sich ja noch mit Freuden da hinten mit dieser Frau. Wir müssen jetzt als allererstes mal hoch, nochmal ins Lager. Und schauen da mal, dass wir da diese Truhe finden. Und dann müssen wir unbedingt mal die Baracke finden. Das werden wir, glaube ich, alles gleich mit einem Ritt machen. Und mal schauen, was da so auf uns wartet. Du bleibst schön stehen, gell? War die Truhe hier oben? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay.
Okay, hier ist gar keine Truhe. Aber der hat doch gesagt, hier. Lass mich mal hier rein, Kollege. Raus! Bist du schlecht? Raus! Halt die Klappe jetzt. Weg mit dir! Ach, na schau mal an. Kommen wir da nicht rein? Schade, ich dachte, wir kommen da rein. Ich dachte, wir können vielleicht über das Dach da oben reinkommen. Aber da ist noch irgendwas. Da werden wir niemals hinkommen. Hier ist noch ein Schrank drinne. Ja, ja, Kollege, du brauchst nicht gleich wieder aufstehen. Weg mit dir! Halt die Klappe. Okay, dann erkundigen wir uns um die Seemannstruhe eben später. Hab ich doch gerade einen Wolf gehört? Da war das dieser komische Typ. Hatten wir mit dir schon das Vergnügen? Ja, das ist noch eine Bäuerin. So, wo war denn jetzt das Hotel gewesen? War das hier? Ich glaube, das war da oben gewesen. Nee, das war weiter unten.